So, haben alle die Headsets? Ich meine, die meisten sprechen, glaube ich, und verstehen auch Deutsch, wenn ich jetzt rede, aber wir werden halt mit unseren Damen-Dolmetscherinnen in den Kabinen arbeiten. Das wird ein fließender Übergang sein. Wäre schön, wer noch kein Headset hat, sich einfach vorne gegen ein kleines Pfand noch ein Headset zu holen. So, dann würde ich auch einfach schon anfangen, ein paar einleitende Worte auch zur Begrüßung zu sagen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung 70 Jahre Hiroshima und Nagasaki, Zeit für ein Atomwaffenverbot. Mein Name ist Stefanie Mendes-Candido, ich arbeite im Referat Außen- und Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung. Und wir sind heute hier zum Bereich Abrüstungspolitik zu unserer Veranstaltung in der Heinrich-Böll-Stiftung und der Ausstieg der Atomenergie seit mehr als 35 Jahren ist ein urgrünes Thema, sozusagen ein Kernthema, was die Grüne Partei auch groß gemacht hat. Leider ist die nukleare Abrüstung insbesondere in der Öffentlichkeit in den Hintergrund geraten. Im Vorfeld der NPT 2015, den UN-Verhandlungen zum Atomwaffensperrvertrag, haben wir das Thema wieder in den Fokus genommen. Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner ICAN Deutschland, ICAN für International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, zeigen wir neue und andere Wege nuklearer Abrüstung. Und wir freuen uns, dass wir mit dieser weltweit vernetzten und jungen zivilgesellschaftlichen Bewegung einen Kooperationspartner haben, der frischen Wind in den Abrüstungsdiskurs bringt und der politisch aktiv mitgestalten will. In der heutigen Veranstaltung geht es um Deutschland und Japan. Zwei Länder mit unterschiedlichen traumatischen Geschichten. Wir glauben, wie einige andere auch, dass Deutschland und Japan aufgrund ihrer Verstrickung im Zweiten Weltkrieg eine besondere Verantwortung haben, eine nukleare Abrüstung voranzutreiben. Der Zweite Weltkrieg hatte für beide Länder katastrophale Folgen und endete mit einer atomaren Katastrophe. Anders als in Deutschland ist in Japan das Bewusstsein für eine humanitäre Katastrophe zu Recht noch vorhanden. Wir wollen mit unserer Arbeit dazu beitragen, dass die humanitäre Initiative wieder in das Zentrum der Debatte nuklearer Abrüstung gerückt wird. Deshalb freuen wir uns, heute in der Heinrich-Böll-Stiftung einen Ehrengast aus Japan begrüßen zu dürfen. Unser Gast ist ein Überlebender aus dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945. Herzlich willkommen. Yokoso, Herr So Korie. Und wir haben jetzt im Anschluss das Vergnügen, ich darf bitte den Dr. Ulrich Kühn auf die Bühne bitten. Dr. Ulrich Kühn wird uns heute durch den Abend moderieren und ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche uns allen einen spannenden und sehr schönen Abend. Dankeschön. Danke, liebe Stefanie. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste der Heinrich-Böll-Stiftung, sehr geehrter Herr So Horie. Am 6. und 9. August 1945 kam es zuerst in Hiroshima und dann in Nagasaki zum weltweit ersten und bisher zum Glück einzigen Einsatz von Nuklearwaffen in einem Krieg. Die Atombombenexplosionen töteten insgesamt etwa 92.000 Menschen sofort. An den Folgeschäden starben bis Kriegsende weitere 130.000 Menschen. In den weiteren Jahren kamen etliche hinzu, die an den Folgen der Strahlenschäden starben. Die schrecklichen Bilder von Hiroshima und Nagasaki
haben sich ohne Zweifel in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingebrannt. Sie sind historische Erinnerungen und lebendiges Mahnmal für uns zugleich. Sie erinnern uns an die schrecklichen humanitären Folgen eines Atomwaffeneinsatzes. Sie verpflichten uns aber auch gleichzeitig, alles zu tun, dass sich Hiroshima und Nagasaki niemals wiederholen. Vor kurzem ging in New York die 9. Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages, kurz NVV, zu Ende. Seit 1970 leistet dieser Vertrag den wohl wichtigsten Beitrag zur Nichtverbreitung von Nuklearwaffen. Das heißt, er soll verhindern, dass weitere Staaten Nuklearwaffen erwerben oder selber herstellen. Leider endete die Konferenz im Dissens. Ein gemeinsames Abschlussdokument kam diesmal nicht zustande. Viele fragen sich jetzt zu Recht, wie es mit dem Vertrag weitergehen soll und ob es nicht an der Zeit wäre, Atomwaffen ein für alle Mal rechtlich zu ächten. So wie das beispielsweise auch der Weltgemeinschaft schon gelungen ist bei den Biowaffen und den Chemiewaffen. Unser heutiger Abend hat somit ein doppeltes Ziel. Einerseits möchten wir zurückschauen. Dafür haben wir einen Überlebenden der Atombombenabwürfe aus Hiroshima, Herrn Sohorje, eingeladen. Herr Sohorje wird Ihnen gleich von seinen Erlebnissen berichten und Sie werden im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit haben, ihm ausführlich Fragen zu seinen Erlebnissen zu stellen. Danach möchte ich mit Ihnen gemeinsam versuchen, in die Zukunft zu sehen. Dafür haben wir ein Expertenpanel zusammengestellt, um die Ergebnisse der NVV-Überprüfungskonferenz kritisch zu hinterfragen und zu diskutieren. Uns vor allem zu fragen, wie soll es denn jetzt eigentlich mit der nuklearen Abrüstung weitergehen? Aber zunächst möchte ich Herrn Sohorje vorstellen. Sohorje ist Jahrgang 1940 und hat im Alter von 4 Jahren die Bombardierung Hiroshimas überlebt. Sohorje blieb unversehrt, da sich seine ältere Schwester schützend vor ihm stellte. Noch heute erinnert er sich lebhaft daran, wie andere Kinder mit starken Strahlenverbrennungen Schutz in seinem Hause suchten. Seit 2004 engagiert er sich im World Friendship Center für den internationalen Austausch durch Zeitzeugenberichte der Überlebenden von Hiroshima und Nagasaki. Seit 2012 teilt er seine Erinnerungen und Erlebnisse auch auf Englisch mit internationalen Besuchern in Hiroshima, da die Zahl der Überlebenden, die als Zeitzeugen überhaupt noch fungieren können, von Jahr zu Jahr logischerweise abnimmt. Herr Sohorje, ich möchte Sie nun bitten, Ihre Geschichte mit uns zu teilen. Herr Sohorje. Konnichiwa. Guten Tag. Ich freue mich, dass ich heute die Gelegenheit erhalten habe, zu Ihnen zu sprechen. Mein ganz herzlicher Dank für diese Einladung. Hier sehen Sie ein Foto vom 6. August in der Nähe in Hiroshima des Friedensmuseums. Am 6. August denken viele Menschen an die damalige traurige Geschehnis und denken für den Frieden weltweit, nicht nur in Japan, sondern weltweit. Können Sie sich noch an etwas erinnern, als Sie noch 5 Jahre alt waren? 5 Jahre alt waren? Die meisten Menschen haben sicherlich überhaupt keine Erinnerung zu jener Zeit, als sie noch 5 Jahre alt waren. Aber ich habe noch eine Erinnerung, denn das war das Jahr, an dem die Atombombe abgeworfen worden ist. Es war im Sommer, sehr heiß. Und meine ältere Schwester litt an einer Beriberi-Krankheit, weil sie an Vitamin B1-Mangel hatte. Und deshalb musste meine ältere Schwester nicht an den Industrieeinsatz von Schülern gehen. Und meine älteren Schwester und ich sollten
unsere Tante in der Nähe besuchen. Wir hatten einen Auftrag von unserer Mutter bekommen, einen Botengang. Und dann blitzte es plötzlich und dann kam es ein Explosionsknall und dann kam eine Explosionswelle. Und meine ältere Schwester, ich denke, sie wusste, was zu machen war. Sie hat mich umgestoßen und mich unter sich begraben, um mich zu schützen. Und wir lagen da eine Weile und als danach nichts geschah, sind wir nach Hause gegangen. Und unser Haus war ganz schief und alle Fensterscheiben waren geborsten und es war völlig verwüstet. Also die Tatami-Matten, die wurden von der Explosionswelle durcheinander gewirbelt. Und dann kamen viele Menschen, die verletzt waren, kamen zu uns, um bei uns Unterschlupf zu suchen. Und ich kann mich heute noch an zwei Menschen ganz deutlich erinnern. Einer, das war ein Schüler, sozusagen Lotin, und sein Gesicht war von der Wärmestrahlung völlig verbrannt und die sich abschälende Haut verstopfte seine Nase, sodass er durch die Nase nicht mehr atmen konnte. Und ich glaube, er trug wahrscheinlich einen Hut, denn das war sichtbar. Denn als er zu uns kam, hatte er seinen Hut schon verloren. Aber dort, wo der Hut wohl gewesen war, da waren noch Haare. Und der Rest, ja, da pellte sich seine Haut. Und die andere Person, an der ich mich noch erinnere, das war eine junge Frau. Und bei ihr sah man das Muster ihrer Bekleidung auf ihrem Arm eingebrannt. Also auf ihrer Haut war das Muster ihrer Bekleidung eingebrannt. Hatten Sie einmal eine Verbrennung gehabt? Also heute kocht man ja so wenig mit offener Flamme. Und vielleicht haben sie sich noch nie verbrannt, aber zu meinem Alter, da wir haben ja noch alle mit Feuer gekocht, wir hatten auch unsere Badewanne mit Holz befeuert und wir haben ja auch als Kind dann die Badewanne angefeuert und da hatten wir auch kleinere Verbrennungen gehabt und es kann auch eine ganz kleine Verbrennung sein. Es schmerzt unheimlich. Und deshalb konnte ich mir so ungefähr vorstellen, welche Schmerzen diese Menschen damals gehabt haben müssen. Hier sehen Sie die Schule. Das ist die Khoi-Volksschule. Und damals wurde in der Khoi-Volksschule eine Rettungsstation eingerichtet. Aber die verstorben sind, mussten dann ja irgendwie dann auch verbrannt werden, also eingeäschert werden. Im sengenden Sommer wurden mehrere tausend Leichname im Schulhof dieser Khoi-Volksschule eingeäschert. Und mein Haus war etwa 100 Meter von der Khoi-Volksschule entfernt. Das Explosionszentrum war etwa 3 Kilometer von meinem Haus entfernt. Und wie gesagt, das war ja im sengenden Sommer gewesen. Und die Leichname wurden durch eingeäschert. Und diesen Gestank werde ich wohl mein Leben lang nicht mehr vergessen können. Zu meiner Familie. Ich möchte Ihnen gerne meine Familie vorstellen. In der Mitte, im weißen Kleid, das bin ich. Können Sie sich wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, dass ich das war. Das ist ein Foto von 1942 oder 1943. Das ist das einzige Foto, das ich noch aus dieser Zeit habe. Der Mensch in Uniform, das ist mein Vater, damals 47 Jahre alt. Er war Marinesoldat und er arbeitete in der Nähe des Explosionszentrums. Und er ist vom Gebäude runtergesprungen und hat da zwar an dem Tag überlebt, aber nach 6 Tagen ist er gestorben. Neben mir die Frau im Kimono,
Das ist meine Mutter. Meine Mutter war damals 40 Jahre alt. Und als sie 60 Jahre alt geworden ist, hatte sie Brustkrebs bekommen und ihre rechte Brust musste amputiert werden. Aber sie sagt, das erste Hälfte ihres Lebens war sehr anstrengend, aber die letzte Hälfte ihres Lebens war, glaube ich, glücklich. Sie hatte 9 Enkelkinder gehabt und konnte 83 Jahre alt werden. Hinter mir, das war meine ältere Schwester, die mich damals geschützt hat oder beschützt hat am 6. August. So in den 50er Jahren ging es ihr schlecht und mit 55 ist sie an Darmkrebs gestorben bzw. an Metastasen an der gesamten Körper gestorben. Heute würde man Morphium bekommen. Aber zu jener Zeit, als sie 55 Jahre alt war, hat man den sterbenden Patienten nicht so viel Narkotikum gegeben wie heute. Hinter meinem Vater, der gerade steht, das ist mein älterer Bruder. Und damals ist der ja sozusagen meinen Vater suchen gegangen. Er ist sozusagen im Explosionszentrum hin und her gelaufen, um unseren Vater zu suchen. Deshalb, glaube ich, hat er am meisten Strahlen abbekommen. Bis zu seinem 60. Lebensjahr hat er gearbeitet, war in einem Bierunternehmen gewesen. Und danach hat er als Präsident eines Lebensmittelunternehmens gearbeitet bis zum 63. Alter. Und im Januar unterzog er sich einem umfassenden Gesundheitscheck zusammen mit seiner Ehefrau, also mit meiner Schwägerin. Und da hat man nichts gefunden. Also im Januar war er völlig gesund. Und 8 Monate später, im September, fand man bei ihm Leberkrebs. Und das war schon zu spät. Und als ich ihn besuchte im Krankenhaus, beziehungsweise zu Hause, spuckte er eine Menge Blut. Und dann kam er ins Krankenhaus und starb 3 Monate später im September mit 63. Und ich denke, dass er noch vieles, vieles machen und erleben wollte. Und auch für die Familie und auch für ihn war das eine sehr traurige Sache. Also meine Schwägerin hat dann hinterher seine Hinterlassenschaft geordnet. Und da gab es dann auch eine Uhr, die aus ein elektrischer Schneidermaschine aus Westdeutschland. Und eines meines Hobbys war, dass ich dann Holzarbeiten mache. Und da konnte ich das, was da mein Bruder mir hinterlassen hat, die elektrische Bohrmaschine, einsetzen. Zu meiner älteren Schwester, von meinem älteren Bruder, von meiner Mutter habe ich kurz angeschnitten. Und jetzt möchte ich etwas über mich sprechen, was ich über den Frieden denke. In Hiroshima gibt es ja das Friedensmuseum Hiroshima. Vielleicht haben Sie das Friedensmuseum Hiroshima einmal besucht, einige von Ihnen. Und wissen Sie, wie viele Menschen das Friedensmuseum in Hiroshima bis jetzt besucht haben? Seit der Eröffnung sind 62 Millionen ausländische Besucher dort gewesen. 62 Millionen. Also das ist ja schon mehr als eine Einwohner irgendeines Landes. Und wenn man denkt, wenn man das Friedensmuseum Hiroshima besucht, dann müsste man doch wissen, wie schrecklich ein Krieg ist, wie viel Elend ein Krieg bringt. Und da müsste doch eigentlich der Krieg von der Welt erloschen sein. Aber leider auch nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es immer noch Kriege auf der Erde. Es gibt noch Konflikte, kriegerische Konflikte in der Welt. Und ich denke, Klagen über Schrecken und Elend allein führt nicht zu einem friedvollen Ära. Das reicht nicht. Klagen allein reicht nicht. Also was können wir dann machen oder was müssen wir dann machen? Es gibt ja viele Statistiken.
Und da sieht man, dass es nach wie vor zu viele Rüstungsindustrien gibt. Also Waffen, die Menschen ermorden. Und dann werden dann diese Waffen exportiert in ein anderes Land. Vor einigen Jahren, da war die USA Nummer eins gewesen in der Rüstungsindustrie. Heute ist Russland Nummer eins. Und ich glaube, Deutschland ist auch nicht gerade im unteren Bereich der Rüstungsindustrielisten. Also, was ich sagen möchte, ist, produzieren Sie doch nicht Waffen, die Menschen töten, sondern produzieren Sie doch etwas, was Menschen glücklich macht. Das ist doch eine gute Industrie. Das sage ich immer wieder. Es gibt doch gute Industrie. Zum Beispiel in Japan haben wir Industrien, die Mikroorganismen aus Biokraftstoffe, also aus Biokraftstoffe aus Mikroorganismen produzieren kann. Oder in Japan haben wir auch Technologien, in denen wir Kunststoff aus Pflanzen machen können. Oder da gibt es zum Beispiel auch eine Technologie, eine Robotertechnologie für die seelische Gesundheit älterer Menschen, die auch in den USA und Dänemark Anwendung finden. Und dann haben wir in Japan auch eine Technologie entwickelt, in der wir Gemüse anbauen können. Und diese Gemüse kann aus photosynthetischen Bakterien produziert werden, die radioaktives Cäsium aus dem kontaminierten Boden absorbieren können. Und das ist gerade im Bereich mit strahlenkontaminiertem Boden eine sehr sinnvolle, wertvolle Technologie. Die Menschheit steht doch vor mehreren unabdingbaren Gefahren, insbesondere in Japan haben wir auch die Problematik der globalen Erwärmung, auf lange Sicht die Wiederkehr der Eiszeit und natürlich auch die Destabilisierung des Wetters. Wir haben große Ausbrüche von Vulkanen, aber können wir doch hier nichts machen, aber wir können Kernwaffen und AKWs verbannen. Lassen Sie eine Welt, eine Erde schaffen ohne Kernwaffen und AKWs. Herzlichen Dank. Lieber Herr Sohorje, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diesen, wie ich finde, sehr aufrüttelnden Bericht, der uns allen vor allem auch ein Thema näher gebracht hat, das den meisten, denke ich, von uns als sehr abstrakt erscheint. Die meisten wissen, Nuklearwaffen sind nicht gut, sie haben extreme Effekte, aber aus erster Hand einmal zu hören, was es wirklich bedeutet, wenn man einer Nuklearwaffe ausgesetzt ist, ist, glaube ich, noch einmal etwas ganz anderes. Sie haben auch auf wichtige Punkte hingewiesen, beispielsweise auf die gesundheitlichen Langzeiteffekte. Darauf werden wir auch nachher in Diskussion nochmal drauf zurückkommen. Beispielsweise aber auch ein Appell beispielsweise an die Bundesregierung, denn Deutschland ist, soweit ich das weiß, dritt- oder viertgrößter Rüstungsproduzent von konventionellen Waffensystemen weltweit. Ich möchte jetzt unserem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen an Sie zu richten. Wir haben sowohl links als auch rechts einige fleißige Helfer, die mit Mikrofonen rumlaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich einige direkte Fragen ergeben haben. Scheuen Sie auch nicht davor zurück, meiner Meinung nach persönliche Fragen zu stellen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie ganz kurz Ihre Hand heben, zeigen, dass Sie eine Frage haben. Und es wäre sehr schön, die Dame hier vorne zuerst, es wäre sehr schön, wenn Sie ganz kurz sich vorstellen würden, sagen, wer Sie sind, weil wir wissen, wer Herr Sohorje ist und es wäre für ihn bestimmt auch ganz nett. Ich bin Tatjana Heinz aus Leningrad nach Berlin, nach Deutschland emigriert. Und wir haben damals in Russland sehr viel über diese Tragödien erfahren.
Es war bei uns ständig erzählt und im Radio, später im TV. Und deswegen bin ich hier. Und ich kann nur eins sagen, es tut mir leid. Es ist schrecklich und ich möchte mich entschuldigen, obwohl ich nicht dafür verantwortlich bin. Und zweites, was ich fragen wollte, was ist mit Ihrer kleinen Schwester, die von Ihnen rechts sitzt? Vielleicht können Sie erzählen. Die Dolmetscherin hört die Stimme nicht. Ja, das ist meine ältere Schwester. Das ist meine Mutter. Im weißen Kleid bin ich. Und die ältere Schwester, ältere Schwester, also ich habe zwei ältere Schwestern. Und dann mein Vater, 47 Jahre alt. Und rechts am Rand war mein älterer Bruder, 18 Jahre. Also ich bin das jüngste Kind gewesen. Zum Glück, meine ältere, also Schwester, die jüngere ältere Schwester, lebt noch, aber sie hat künstliche Hüfte, künstliche Knie. Aber eigentlich lebe ich nur mit meiner Schwester, die direkt nur etwas älter war als ich damals. Mein Name ist Barbara Höfner, ich bin von den internationalen Ärzten zur Verhütung des Atomkrieges, also auch sehr mit dem Thema beschäftigt und wollte noch mal fragen, ob Sie selber auch eine gesundheitliche Versorgung hinterher hatten. Gab es also Untersuchungen, die bei Ihnen durchgeführt wurden und sind Sie also regelmäßig kontrolliert worden? Gab es da solche Programme? Zweimal im Jahr bekommen wir Gesundheitscheck, das ist auch unser Recht. Und ich habe vergessen, über meinen Vater zu sprechen. Also ich habe vergessen, über mich zu sprechen. Um 55 hatte ich eine Schilddrüse-Dysfunktion gehabt. Und seitdem muss ich dann auch derartige Medikamente gegen diese Schilddrüsenerkrankungen schlucken. Und 2011 hatte ich ein malignes Lymphom bekommen, also ein bösartiger Lymphknotengeschwulst bekommen. Und seitdem gehe ich dann immer wieder mal ins Krankenhaus. Aber zum Glück kann ich noch vor Ihnen stehen und zu Ihnen sprechen. Und damals sagte mir der Arzt, beziehungsweise sagte der Arzt zu meiner Ehefrau, ihr Mann würde nur noch 2 Wochen leben können. Und meine Familie war damit sehr nett zu mir und daran kann ich mich noch heute gut erinnern. Haben wir weitere Fragen aus dem Publikum? Wenn dem nicht so ist, würde mich, Herr Sohorje, noch interessieren, dieser erste Moment, als Sie zuerst dieses Licht, dieses gleißende Licht sahen, dann die Druckwelle. Was haben Sie danach gedacht, was das war? Weil so etwas hat man ja noch nie gesehen. Was war die Erklärung? Was hat man Ihnen gesagt? Nun, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und auch die Erwachsenen wussten ja damals nicht. Man wusste ja nicht, dass es eine Atombombe auf dieser Welt überhaupt existiert. Also gewusst hatten das in Japan vielleicht nur ein Handvoll Wissenschaftler in Japan, aber normale Menschen in Japan hatten ja überhaupt keine Ahnung. Und deshalb wussten wir ja nicht, was das ist. Auch die Erwachsenen konnten uns ja auch gar nichts sagen. Wie lange hat es ungefähr gedauert, bis eine medizinische Erstversorgung einsetzte, die der Bevölkerung auch klar machte, dass beispielsweise der Ground Zero
so verstrahlt ist, dass man eben dort nicht hingehen soll und dass man beispielsweise nicht für die Kinder, dass man nicht mit der Asche spielt und all sowas. Wie lange hat das gedauert? Nun, die USA, die Armee, hat ja überhaupt eine Informationssperre gegeben, also Informationskontrolle. Also wir hatten am Anfang überhaupt keine Information. Und ich glaube, die ersten 5 bis 6 Jahre hatten wir überhaupt keine Informationen diesbezüglich bekommen. Aber glücklicherweise, also das war, ich weiß nicht mal, in welchem Monat das war, aber es wir hatten einen Taifun gehabt in dem Jahr 1945 und durch den Wind und durch den Regen wurden ja sehr viel Radioaktivität weggeschwemmt, habe ich später erfahren. Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Wir haben da noch eine Frage aus der Mitte. Hat jemand ein Mikrofon für den Herrn in der Mitte? Guten Abend, Bangin Bremen ist mein Name. Ich würde gerne die erste Frage, die Sie gestellt haben, Herr Kühn, nochmal aufgreifen. Könnten Sie uns mitteilen, wie Sie die erste Zeit nach dem Atombombenabwurf erlebt haben? Mit der ersten Zeit meine ich das erste Jahr. Und wie haben Sie selbst, wie hat Ihre Familie, wie hat Ihr Umfeld das Kriegsende erlebt? Danke. Als die Atombombe abgeworfen wurde, war das 45. August. Ja, das ist vorher gewesen, vor dem Abwurf der Atombombe. Und die nächste Foto bitte, das ist ein Tag später gewesen. Und ein Monat später sah es so aus. Ein Jahr später. 2 Jahre später. Sie haben ja auch den Kaiser gesehen. Der Kaiser ist nach Hiroshima gekommen zu uns und die Menschen in Hiroshima haben gedacht, also wir werden 70 Jahre keine Pflanzen mehr sehen. Es wird keine grüne Stadt mehr sehen. So haben wir gedacht. Aber weil eben der Kaiser gekommen ist, hat man gedacht, oh, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein. Und hier sehen Sie ein Märchenerzähler und die Kinder sind dann zu ihm gekommen und Bonbons gekauft. Und hier sehen Sie sehr viel Baracken noch, 56. Damals hat man ja kein Schwimmbad in den Schulen und deswegen sind Kinder immer zu den Flüssen gekommen, um zu baden. Das war ja aus dem Jahr 2003. Das sieht auch fast so aus. Ja, vielen Dank. Nun, diese Fotos zeigen Ihnen, wie der Wiederaufbau geworden ist. Ja, ich möchte dann aber zurückkommen zu Ihrer Frage. Könnten Sie noch mal Ihre Frage wiederholen? Wie haben Sie die Zeit nach dem Atombombenabwurf erlebt? Wie ist das von Ihnen erlebt worden? Wie ist das von Ihrer Familie erlebt worden? Und meine zweite Frage war, wie haben Sie das Kriegsende erlebt? Wie war das für Sie? Wie haben Sie das emotional verarbeitet? Wie standen Sie zum Kriegsende? Wir hatten ja keine Zuflucht. Wir
mussten dort leben. Wir mussten unser Haus reparieren und so gut wie es ging. Also wir konnten nichts anderes, als dort zu bleiben. Und der Atomabwurf war 6.8., also August. Und der Krieg, das Kriegsende war ja am 15. August. Und wir haben alle gewusst, irgendwas Wichtiges wird durchgesagt im Radio. Und das Radio war damals überhaupt nicht so gut. Es war funktional gar nicht so gut, aber groß war das. Und wir haben alle zusammen dort der Rede vom Kaiser zugehört. Aber wegen der schlechten Funktion und wegen der sprachlichen Schwierigkeit haben wir überhaupt nicht verstanden. Kinder haben nicht verstanden, aber wir haben irgendwas gespürt, was wirklich ganz, ganz schwer war. Mein Name ist Eugen Eichhorn, Deutsch-Japanisches Friedensforum. Ich war sehr oft in Hiroshima gewesen und ich möchte einen Punkt kurz ansprechen. Also wir Deutsche und Japaner in dieser Affäre sind so stark miteinander verbunden, dass es fast gegenläufig zu diesem Faktum, dass es unserem Bewusstsein immer wieder entgleitet. Also ich möchte auf zwei Punkte eingehen. Die Kernspaltung, auf deren Basis die Atombombe gebaut werden konnte, die ist hier in Berlin-Dahlem entdeckt worden. Und es war ziemlich bald klar, wenige Monate danach, was man damit machen konnte. Dann wurde also in Großbritannien, in Deutschland, in Italien, in den USA fieberhaft daran gearbeitet, Atombomben zu entwickeln. Und die Emigranten aus Deutschland, ein großer Teil hochkarätiger Chemiker und Nuklearwissenschaftler, die haben sich in USA getroffen, ein Teil in Großbritannien, dann später in den USA, und haben dort wesentlichen Beiträge geleistet dafür, dass Atombomben überhaupt gebaut werden können. Und sie haben sie deswegen gebaut, die Amerikaner nach langem Zögern, sie haben 3 Jahre lang Machbarkeitsstudien gemacht, ob sowas Verrücktes überhaupt geht. Der Widmungsträger war Deutschland. Man hat gefürchtet, dass die Deutschen, Nazi-Deutschland, diese Bombe baut. Deswegen hat man das entwickelt. Oh. Als der Krieg in Deutschland zu Ende war, da gab es noch keine Atombomben. Mhm. Die waren erst ein paar Monate später fertig. Aber diese Umwidmung von Deutschland auf Japan, die hat schon 2-3 Jahre vorher stattgefunden. Ja. Und das ist sozusagen unsere tragische und zutiefst von mir und vielen von uns bedauerte Realität, dass sie diese Opfer geworden sind, obwohl wir als Opfer vorgesehen waren. Vielleicht noch ein Punkt zu dem, was Sie sagen. Die Schwierigkeit ist, dass alles, was mit den Atomwaffen zusammenhängt, dieser ganze Schrecken, den kennen wir nur abstrakt. Und worum es dabei geht, das lernt man erst verstehen, wenn man sich da lange, lange Zeit mit den Details beschäftigt. Und eines dieser Details möchte ich noch mal erwähnen, etwas, was unser Bewusstsein nicht festhält. Der Hitzeplatz breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Das heißt, die Opfer nehmen es wahr, wenn es schon lange vorbei ist, in elektronischen Zeitdimensionen gerechnet. Und ich denke, dieser Schrecken und auch dieser totale Schrecken, dass sofort Zehntausende von Menschen tot sind, das geht weit über das hinaus, was wir uns vorstellen können. Tokio zum Beispiel, da sind hunderte von Fliegerformationen, haben Tokio bombardiert, auch schrecklich verwüstet. Oder Hamburg und Dresden, aber eine Atombombe. Und es wurde ein einziges Kilogramm Uran-235 in Energie umgewandelt. Das hat gereicht, die Stadt, die flache Stadt Hiroshima zu zerstören. So, worauf ich hinaus will, das ist sozusagen unser aller Aufgabe, an diese Abstraktion ins konkrete Alltägliche, was man persönlich erfahren kann, reinzuholen. Und ICAN hat unter anderem hier diesen Ansatz. Das heißt etwas vornehmen, diplomatisch, humanitarian Aspect. Das, was es für uns konkrete Menschen bedeutet, und IPPNW hat auch große Beiträge geleistet, ist, dass jedes medizinische Versorgungssystem, jedes zusammenbricht.
Und wie gesagt, wir sind sehr dankbar, dass Sie heute Abend hier sind. Und ja, begreifen es eben als bleibende Aufgabe, ja, daran zu arbeiten. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe noch eine abschließende Frage an Sie, Herr Sohorje. Und zwar würde mich interessieren, wenn man auf das Japan von heute schaut, mindestens zwei Generationen nach Hiroshima und Nagasaki, welchen Platz nimmt diese Erinnerung eigentlich für die junge Bevölkerung ein? Ist das etwas, was immer noch täglich oder fast täglich präsent ist? Oder ist es so, dass einfach durch den Lauf der Geschichte die Erinnerungen verblassen und auch in Japan letztlich der Einfluss und die schrecklichen Erlebnisse in den Hintergrund gedrängt werden? Die Erinnerungen verschwinden. Das ist leider eine Tatsache. Es sind ja schon 70 Jahre vergangen. Aber die heutige Jugend oder auch die heutige Jugend interessiert sich in Japan, was mit dem AKW wird. Wie Sie wissen, hatten wir in Fukushima eine Katastrophe gehabt oder eine Tragödie gehabt. Und diese Tragödie ist ja noch nicht beendet. Das geht ja noch weiter. Und gerade an dem Uranium Auswirkungen spreche ich ja zum Beispiel. Zum Beispiel, was passiert mit Uranium in Iran? Sie können ja die Keywords einfach dann in Google reingeben und was können Sie dort sehen oder finden? Und ich war vor kurzem in Norwegen gewesen, in Oslo, und da hatte ich vor Schülern gesprochen und da kam ein älterer Herr zu mir und sprach mich an. Sprechen Sie in Japan überhaupt noch über das Uranium? Und dann habe ich gesagt, na klar, sprechen wir. Spreche ich den Besucher, die nach Hiroshima kommen, über die AKW-fähiges Uranium. Und daraufhin hat der Herr gesagt, dass einer seines Verwandten im Irak gewesen ist und dann an einer Uraniumverstrahlung gestorben ist. Also diese AKW-fähiges Uranium, das ist noch keine Vergangenheit, das ist noch heute tatsächlich. Und das ist etwas, was ich auch Ihnen gerne mitgeben möchte, dass die Geschichte noch nicht beendet ist. Herr Sohorje, das war ein schönes Schlusswort. Die Geschichte ist noch nicht beendet. Deswegen war es für uns umso wichtiger, dass Sie heute mit uns Ihre Erlebnisse geteilt haben. Wir werden nachher noch einmal die Möglichkeit hören, zum Abschluss Sie auf der Bühne zu haben. Für den Moment bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Bitte nochmal um Beifall für Herrn Sohorje. Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum zweiten Teil des Abends und dafür erweitern wir die Runde hier oben etwas. Ich freue mich sehr, dass wir drei wirkliche Experten aus unterschiedlichen Bereichen Deutschlands auf dem Gebiet nukleare Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung begrüßen dürfen. Dafür möchte ich bitten, dass Frau Susanne Baumann, Agnieszka Brugger und Martin Hinrichs zu mir aufs Panel hochkommen. Und gerne auch ein kleiner Beifall für unsere Panelisten. Ich möchte Ihnen ganz kurz unsere Gesprächsteilnehmer vorstellen. Wir haben zu meiner Rechten Susanne Baumann. Susanne Baumann ist seit kurzem stellvertretende Beauftragte der Bundesregierung für Abrüstung und Rüstungskontrolle im Auswärtigen Amt und war bis April 2015 Leiterin des Referats für Sicherheits- und Abrüstungspolitik im Bundeskanzleramt. Frau Baumann ist vor wenigen Tagen aus New York von einer langwierigen vierwöchigen Konferenz zurückgekehrt, wo sie die deutsche Delegation bei der NVV-Überprüfungskonferenz angeführt hat. Ein herzliches Willkommen. Applaus
Rechts von Frau Baumann begrüße ich Agnieszka Brugger. Frau Brugger ist sicherheits- und abrüstungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied und jeweils Obfrau im Verteidigungsausschuss und im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Ebenfalls ein herzliches Willkommen. Und zu guter Letzt, damit wir hier auf dem Panel auch sehr schön Gender Equality haben, haben wir ganz rechts Martin Hinrichs. Er ist Vorstandsmitglied von ICAN Deutschland. Das Akronym ICAN, wurde vorhin schon gesagt, steht für die International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons, also eine internationale Kampagne für die Abschaffung aller Nuklearwaffen. Und Martin Hinrichs ist Teil der Deutschlandsektion von ICAN. Er ist langjähriger Friedensaktivist und Experte für nukleare Abrüstungspolitik und von Haus aus Politologe. Ebenfalls herzlich willkommen. Frau Baumann, ich möchte zunächst mit Ihnen beginnen. Wir haben eben den Bericht des Überlebenden, Herrn Sohorie, gehört. Damit Hiroshima und Nagasaki nicht wieder passieren, hat die internationale Staatengemeinschaft ja eine ganze Reihe von Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträgen in den letzten Jahrzehnten geschlossen. Sie kommen gerade von der wichtigsten Konferenz in diesem Bereich zurück, der NVV-Überprüfungskonferenz. Bevor wir die Ergebnisse der Konferenz diskutieren, möchte ich Sie bitten, zunächst einmal in wenigen und möglichst fürs Publikum einfachen Worten zu erklären, was ist eigentlich dieser Nichtverbreitungsvertrag und warum ist er Ihrer Meinung nach so wichtig? Ja, vielen Dank, Herr Kühn, das will ich gerne versuchen zu machen, aber lassen Sie mich zunächst Herrn Sohorie ganz nachdrücklich danken für Ihren Bericht aus der Zeit der Atombombenabwürfe. Ich glaube, das ist etwas, was wir uns, die wir mit Abrüstung, Nichtverbreitung zu tun haben, immer wieder vor Augen führen müssen, die Konsequenzen, die solche Atombombenabwürfe haben können, damit das Ganze nicht irgendwo im Abstrakten, in Verträgen bleibt, sondern dass man eben ganz konkret sieht, welche schrecklichen Konsequenzen das hat. Hierfür nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre eindrückliche Schilderung. Aber jetzt, Herr Kühn, zu Ihrer Frage, Nichtverbreitungsvertrag, was ist der nukleare Nichtverbreitungsvertrag? Wie Sie ganz richtig sagen, stellt er für uns das Fundament nuklearer Abrüstung, von Nichtverbreitung und friedlicher Nutzung von Kernenergie dar. Der Vertrag wurde Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre verhandelt, trat dann in Kraft. Die Bundesrepublik Deutschland ist dem Vertrag 1975 beigetreten, auch nach einer lebendigen innerdeutschen Diskussion. Und seither betrachten nicht nur wir, sondern die ganze Staatengemeinschaft diesen Vertrag, wie gesagt, als das Fundament nuklearer Abrüstung. Er ist, ich habe es bereits angedeutet, in drei große Bereiche zu unterteilen. Das ist zum einen die Verpflichtung der Kernwaffenstaaten. Das waren damals die 5 offiziellen Kernwaffenstaaten, USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich, ihre Nuklearwaffenarsenale abzubauen. Zugleich eben auch der zweite Teil, nukleare Nichtverbreitung zu stärken. Nuklearwaffen sollten eben möglichst nicht über diese 5 Kernwaffenstaaten sich ausbreiten. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolg, der der Vertrag sich zugute halten kann. Wenn man sich anschaut, es gibt zwar jetzt mehr als diese 5 offiziellen Nuklearwaffenstaaten, aber die großen Befürchtungen, die man irgendwann mal hatte, dass am Schluss eine Vielzahl an Staaten über Nuklearwaffen verfügen können, das ist eben ausgeblieben, zum Glück. Und der dritte Pfeiler des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages ist die friedliche Nutzung. Da wollte man praktisch sagen, im Gegenzug, dass die Nichtnuklearwaffen auf Kernwaffen verzichten, dauerhaft auf Kernwaffen verzichten, haben sie die Möglichkeit, Kernenergie friedlich zu nutzen. Und bei dieser friedlichen Nutzung sollten die Nicht-Kernwaffenstaaten eben unterstützt werden. Wichtig, Verifikationsinstrumente, Verifikationsorganisation, die Internationale Atomenergieorganisation in Wien, die durch den Vertrag betraut wird, dieses Nichtverbreitungsregime zu überprüfen, zu verifizieren, zu schauen, dass eben tatsächlich die Kernenergie nur zu friedlichen Zwecken eingesetzt wird. Das vielleicht in aller Kürze. Danke für die Erklärung.
Nun ist die Konferenz ja leider ohne erkennbares Ergebnis zu Ende gegangen. Zumindest gelang es den 191 Delegationen nicht, sich auf ein Abschlussdokument zu verständigen. Meine Frage an Sie, was bedeutet das für den Vertrag und wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Ja, also es war sehr bedauerlich, dass die Überprüfungskonferenz in New York, die ja alle 5 Jahre stattfindet und durch 3 sogenannte vorbereitende Konferenzen, PrEPCOMs, den Boden bereitet, dass dieses wichtige Ereignis eben ohne Konsensdokument zu Ende ging. Und ich glaube, man kann es ganz hart formulieren, die Konferenz ist gescheitert. Das lag nicht daran, was wir eigentlich dachten, dass die Kernwaffenstaaten und die Vertreter der humanitären Bewegung, der humanitären Dimension, diametral entgegengesetzte Positionen vertreten hatten. Da hat man sich im Konferenzverlauf eigentlich so angenähert, dass ein guter Weg vorwärts zu erkennen gewesen wäre. Die Konferenz scheiterte an dem Unvermögen, sich über eine massenvernichtungswaffenfreie Zone im Nahen und Mittleren Osten zu einigen. Das bedeutet jetzt für die nukleare Abrüstung, dass wir ohne Dokument aus dieser Konferenz herausgegangen sind, dass wir praktisch auf den Stand von 2010 zurückgeworfen werden. 2010 gelang es der Konferenz, einen Aktionsplan mit einzelnen Maßnahmen zu beschließen. Für die Bundesregierung hat dieser Aktionsplan natürlich weiterhin Bestand. Wir werden weiterhin unsere Abrüstungspolitik an diesem Aktionsplan ausrichten. Der bleibt das Fundament und ich glaube, da wird es eine Reihe gleichgesinnter Staaten geben. Und ich glaube, die 4-wöchige Arbeit war nicht ganz umsonst, weil wir haben, auch wenn das Abschlussdokument nicht konsentiert wurde, doch ein Papier in der Hand, wo auch wieder einzelne Maßnahmen festgeschrieben sind, wo insbesondere im Bereich der Transparenz die Nuklearwaffen verpflichtet worden wären, weitgehende Transparenzmaßnahmen an den Tag zu legen. Und auf diesen Dingen wollen wir weiter fortfahren. Wir müssen jetzt in den nächsten Wochen, denke ich, intensive Gespräche führen mit allen Vertretern und schauen, wie wir eben einen zielführenden Weg jetzt voranbringen. Agnieszka Burger, ich könnte mir vorstellen, dass Sie in Ihrer Bewertung der Überprüfungskonferenz und auch der Gründe, die zu Ihrem Scheitern geführt haben, vielleicht auch etwas kritischer sind. Zumindest hatten Sie für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ja mehrfach im Bundestag gefordert, dass sich Deutschland für die weltweite Ächtung von Atomwaffen einsetzen müsse. Frage, warum tut das Deutschland bis jetzt eigentlich nicht? Also ich fand die Ausführungen von Frau Baumann schon sehr klar. Also diese Überprüfungskonferenz ist gescheitert. Aber ich glaube, wenn man nochmal zurückblickt, was wären denn die anderen möglichen Ergebnisse gewesen? Sicherlich ein Abschlussdokument, auf das sich alle Staaten geeinigt haben. Aber ich glaube, wenn man ganz realistisch darauf schaut, dann wäre das auch das kein Erfolg gewesen, weil man sich eigentlich auf nicht viel mehr hätte einigen können, außer das zu bestätigen, worauf man schon vor 5 Jahren gekommen ist und worüber man Konsens hergestellt hat. Und dafür, dass dann 5 weitere Jahre ins Land gegangen sind, wäre das sicherlich eben auch kein riesiger Erfolg gewesen. Aber braucht es in der Politik nicht immer Zeit? Ja, aber in 5 Jahren könnte man ja schon erwarten, wenn man einen Aktionsplan hat, der über 60 Schritte hat, auf den sich die Staatengemeinschaft festgelegt hat, dass man sich dann in diesen 5 Jahren auch auf den Weg begibt, irgendwas davon umzusetzen. Ich will jetzt aber auch nicht nur Negatives sagen, sondern was für mich diese Konferenz schon auch nochmal gezeigt hat, und das zeigt für mich auch diese Veranstaltung hier heute Abend, für die ich sehr dankbar bin, dass nämlich wirklich diese Diskussion über die humanitären Folgen einfach eine ganz neue Dynamik da reingebracht hat. Wenn ich jetzt wirklich 5 Jahre zurückdenke, da habe ich natürlich auch auf Panels gesessen zur Überprüfungskonferenz des Nichtverbreitungsvertrages und da war ich immer die Jüngste im Raum. Jetzt das bin ich, glaube ich, heute nicht. Das freut mich erstmal. Und Man wurde immer so angeschaut, ja, was redet die denn da von einer Welt ohne Atomwaffen? Die ist ja noch ganz jung, das ist ja total naiv. Ich finde, die Debatte hat sich verändert und das war auch in New York, glaube ich, für alle spürbar. Man hat früher immer über Gleichgewichte gesprochen, über Zahlen, über wie schwierig das ist, über das Verhältnis Russland-USA, das damals ja auch noch besser war als heute. Und jetzt sind auf einmal die Atomwaffenstaaten unter Druck, weil die eben, wenn sie sowas hören, und das ist das, was heute wieder eine viel größere Rolle spielt, was das eigentlich für den einzelnen Menschen bedeutet und was Atomwaffen für ein Irrsinn sind,
Dann sozusagen war dieser Druck für die Atomwaffenstaaten spürbar. Er war noch, glaube ich, nicht groß genug, weil da ist noch nicht genug gekommen, sondern egal mit welchem Staat man und mit welcher Delegation man von denen gesprochen hat, die hatten alle immer eine gute Ausrede, was sie selbst ja doch ein bisschen auf den Weg gebracht haben in diesen 5 Jahren und warum sie besser sind als die anderen 4 offiziellen Atomwaffenstaaten. Aber ich begrüße das wirklich sehr, dass sich da Zivilgesellschaft, junge Leute auch neu zusammengefunden haben und ein paar Staaten aber auch ganz klar sagen, ja, wir wollen jetzt die weltweite Ächtung von Atomwaffen vorantreiben, auch eben außerhalb des Nichtverbreitungsvertrages, und wir sozusagen warten jetzt auch nicht mehr ewig auf die Atomwaffenstaaten und lassen uns nicht mehr vertrösten. Ich habe eine Kritik an der Bundesregierung und an der schwarz-roten Koalition, dass sie diesen Prozess aus meiner Sicht nicht genug unterstützt, also dass Deutschland sich diesen ganzen Initiativen, dem Austrian Pledge, nicht angeschlossen hat, finde ich falsch. Ich glaube, dass es sehr wohl einen Unterschied macht, ob gerade Staaten wie Deutschland und Japan damit an Bord sind und da eine klare Auffassung vertreten. Ich weiß natürlich, was die Bundesregierung sagt, warum sie es nicht tut, weil sie Mitglied der NATO ist und natürlich auch da bestimmte Commitments eingegangen ist. Aber es gibt eben auch NATO-Staaten, die trotzdem so mutig waren, diese Initiative zu unterstützen, und ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung das auch tut. Ich denke, dass wir gleich nochmal auf diese Kritik eingehen sollten und auch Susanne Baumann die Möglichkeit geben werden, dazu etwas zu sagen. Herr Hinrichs, zunächst einmal, wir sind jetzt schon sehr tief in die sogenannte humanitäre Initiative eingedrungen. Nicht jeder hier im Publikum weiß zwangsläufig, was ist denn eigentlich diese humanitäre Initiative. Würden Sie vielleicht uns einmal ganz kurz über die Ursprünge und Ziele der Initiative aufklären wollen? Ja, Atomwaffen sind ja etwas, was den Kalten Krieg sehr wesentlich mitgeprägt hat. Und das bedeutet, dass wir bis vor ein paar Jahren auch noch größtenteils in den Begriffen des Kalten Krieges über Atomwaffen gesprochen haben. Das heißt, es geht darum, wie viele Atomwaffen hat wer, wie stellen wir sicher, dass es da ein Gleichgewicht gibt, bringen Atomwaffen Sicherheit oder nicht, funktioniert Abschreckung in diesen Begriffen. Und oft sehr theoretischen Diskussionen, ja, Spieltheorie, sehr, sehr elaborierten, sehr komplizierten Diskussionen wurden darüber geführt. Die humanitäre Initiative ist, ja, ich glaube, 2009, 2010 entstanden, unter anderem auf Initiative des Internationalen Roten Kreuzes, das sich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder stärker mit dem Thema befasst hat. Spielte schon vor 5 Jahren auf der Überprüfungskonferenz eine Rolle. Im Abschlussdokument fand sich dort der Satz, dass die Vertragsstaaten, also alle Vertragsstaaten, das war ja damals ein Konsensdokument, sehr besorgt seien über die sogenannten katastrophalen humanitären Auswirkungen von Atomwaffen, und sie haben darauf hingewiesen, dass auch das humanitäre Völkerrecht, also der Teil des internationalen Rechtes, der regelt, was in der Kriegsführung erlaubt und verboten und akzeptabel und inakzeptabel ist, unbedingt eingehalten werden muss, und zwar auch auf Atomwaffen angewendet werden muss. Darauf aufbauend hat dann die norwegische Regierung 2012 eingeladen nach Oslo zu einer ersten Konferenz, eine Art wissenschaftlichen Konferenz, die aber von Staaten besucht wurde. Also es waren Diplomaten, die daran teilgenommen haben und haben das erste Mal gesagt, wir wollen uns jetzt sachlich mit diesen humanitären Auswirkungen beschäftigen. Wir wollen sehen, was ist eigentlich der Stand der Forschung zu den Auswirkungen von Atomwaffen. Ja, gibt es eine mögliche Reaktion? Gäbe es mögliche humanitäre Hilfe? Gäbe es irgendeine Möglichkeit, diese Folgen abzufedern, gewissermaßen? Ja, und welche Schlüsse sind daraus möglicherweise zu ziehen? Dann hat die mexikanische Regierung zu einer zweiten Konferenz eingeladen, nach Nayarit, die das aufgriff, die das auch erweiterte, sich zum ersten Mal auch mit der Frage der Wahrscheinlichkeit, des Risikos, wie wahrscheinlich sind Unfälle, wie könnte es in der heutigen Welt zum Einsatz einer Atombombe kommen, beschäftigt hat, die sich auch beschäftigt hat mit den Folgen nicht nur einer, sondern mehrerer nuklearen Detonationen. Es gibt zum Beispiel neue Studien zum Risiko eines nuklearen Winters, also klimatischer Veränderungen, die durch die Staubwolke eines regional begrenzten, kleinen, in Anführungszeichen, Atomkriegs ausgelöst würden und die also ja doch zum Teil dramatischer wären, als wir es vorher dachten.
Und dann gab es jetzt im Dezember eine dritte Konferenz in Wien, die sich zum ersten Mal auch mit der Frage der rechtlichen Stellung von Atomwaffen befasste und die zu dem Schluss gekommen ist, dass es da noch eine Rechtslücke gibt, dass Atomwaffen eben nicht genau wie andere Massenvernichtungswaffen, chemische, biologische Massenvernichtungswaffen verboten sind. Ihr Besitz, ihr Einsatz ist nicht unter allen Umständen verboten. Daraus wuchs eine Initiative von inzwischen nach dieser gescheiterten Überprüfungskonferenz 107 Staaten, die gesagt haben, wir möchten diese Rechtslücke schließen. Also auf gut Deutsch, wir wollen Atomwaffen verbieten. Parallel dazu gab es auch in den anderen Gremien, in der NVV-Konferenzen, in den Konferenzen des Atomwaffensperrvertrags, im ersten Komitee der UNO-Generalversammlung, eine Reihe von Erklärungen. Am Anfang waren es 16 Staaten, am Ende nach 2 Jahren, nachdem dieser Prozess gelaufen ist, waren es 159, also die überwältigende Mehrheit der Staatengemeinschaft, die gesagt haben, die Auswirkungen, die konkreten Auswirkungen von Atomwaffen müssen die Basis, das Zentrum sein der ganzen Diskussion, der diplomatischen Verhandlungen darum, und Atomwaffen sollten unter keinen Umständen wieder eingesetzt werden. Und an dieser Formulierung, unter keinen Umständen, scheiterte dann unter anderem auch die Zustimmung der Bundesregierung, weil, das haben sie auch öffentlich so erklärt, das nicht vereinbar sei mit der Abschreckungspolitik der NATO, die ja die Bereitschaft beinhaltet, Atomwaffen unter manchen Umständen auch einzusetzen. Spannend an der humanitären Initiative ist, dass es nicht nur eine Initiative von Staaten ist, sondern dass sie sehr viele Akteure zusammenbringt. Ich habe das Rote Kreuz genannt, auch UN-Organisationen, die sich zum ersten Mal beschäftigt haben mit der Frage, gibt es eine Krisenreaktion, die zu dem Schluss gekommen sind, es gibt keine mögliche Hilfe im Fall eines Einsatzes an Atomwaffen, und natürlich viele, viele zivilgesellschaftliche Organisationen, ICAN, ganz vorne dabei. Wir haben inzwischen, und diese Zahl ist ständig angewachsen, seit es ICAN gibt, wir haben uns vor 7 Jahren gegründet, und wir haben inzwischen über 400 Partnerorganisationen in über 90 Ländern, die sich also überall für die Ächtung von Atomwaffen einsetzen. Das heißt, wenn man es richtig versteht, das bisher vorherrschende Sicherheitsparadigma tritt in den Hintergrund und der Mensch wird quasi in den Mittelpunkt der Initiative gestellt, kann man das so sagen? Ja. Jetzt die Frage, wie müsste es Ihrer Meinung nach konkret eigentlich jetzt weitergehen? Also wir haben jetzt diese gescheiterte Konferenz, wir haben eine Mehrheit von Staaten, die sich für die humanitäre Initiative einsetzt. Was wären jetzt die nächsten konkreten Schritte und wie sollte sich Ihrer Meinung nach die Bundesregierung jetzt positionieren? Also es gibt eine Analogie, die in diesem Kontext oft genannt wird, und das ist die, für das Rauchverbot in öffentlichen Plätzen oder in Restaurants, das waren nicht die Raucher, die das durchgesetzt haben, sondern das waren die Nichtraucher, das waren die Menschen, die potenziell die betroffen sind, ohne dafür verantwortlich sein von den negativen Folgen des Rauchens in diesem Fall. Und diese Analogie, finde ich, die jetzt gezogen wird, ist genauso, wir können nicht mehr weiter warten. Wir haben jetzt 70 Jahre lang gewartet. Wir sind in diesem Jahr im 70. Jubiläum darauf, dass die Atomwaffenstaaten ihrer rechtlichen Verpflichtung zur kompletten Abrüstung nachkommen. Eine Verpflichtung, die sie selbst freiwillig eingegangen sind. Und jetzt ist quasi der Zeitpunkt gekommen, dass der Rest der Welt vorangehen sollte und dass der Rest der Welt, der auch betroffen wäre von den Folgen eines Atomkriegs, alle Staaten wären davon betroffen, das lässt sich nicht kontrollieren, dass sie vorangehen und eine Norm schaffen, einen internationalen Vertrag schaffen, das ist das, was ICAN fordert, der eben ein für alle Mal klarstellt, Atomwaffen sind genauso inakzeptabel wie andere Massenvernichtungswaffen, sie dürfen nicht eingesetzt werden, ihr Besitz ist grundsätzlich für uns nicht akzeptabel. Dieser Vertrag würde, ich gehe davon aus, dass die Atomwaffenstaaten auch nach den Eindrücken, die ich jetzt in New York gehabt habe, nicht von Anfang an dabei wären. Aber die anderen Staaten könnten sagen, für uns sind Atomwaffen nicht akzeptabel. Das ist ihr gutes Recht. Und das würde das verhindern, was jetzt die Gefahr ist, nämlich dass Atomwaffen völlig aus dem Blickfeld verschwinden, dass wir uns abfinden mit ihrer Akzeptanz und dass wir uns damit auch damit abfinden, dass ob Absicht oder Unfall, durch Absicht oder Unfall, so eine Atomwaffe auch wieder zum Einsatz kommt. Frau Baumann, wenn man die Argumente von Herrn Hinrichs... Wenn man die Argumente von Herrn Hinrichs so hört, fragt man sich natürlich,
warum Deutschland oder die Bundesregierung bei dieser Frage bisher, also im Umgang mit der humanitären Initiative, so passiv erscheint. Waren nicht bisher Abrüstung und Rüstungskontrolle zentrale Eckpfeiler deutscher Außen- und Sicherheitspolitik? Was ist denn dann eigentlich so falsch an den Forderungen von Herrn Hinrichs? Also Abrüstung, Rüstungskontrolle, Nichtverbreitung bleiben ein zentraler Pfeiler der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Ich glaube, da ändert sich überhaupt nichts dran, egal ob es jetzt die humanitäre Dimension gibt oder nicht. Das vielleicht mal vorab gestellt. Natürlich sind die Argumente, die Herr Hinrichs, die ICAN, die die Vertreter der humanitären Dimension ins Feld führen, auf den ersten Blick sehr überzeugend. Nur ich glaube, man muss an diese Sache auch ganz pragmatisch herangehen. Ich bin überzeugt, wenn wir jetzt Verhandlungen zu einer Nuklearwaffenkonvention oder zu einem Bann starten würden, würde das mittel- und langfristig nicht zu einer Reduzierung des Nuklearwaffenarsenals führen. Ich glaube, das muss man einfach ganz realistisch sehen. Und ich finde zwar Ihren Vergleich mit dem Rauchverbot sehr gut. Manche führen ja auch den Vergleich mit dem Ottawa- oder Oslo-Prozess zu Streumunition und Minen ins Feld. Aber ich glaube, der große Unterschied ist einfach der, selbst wenn sich jetzt die überwiegende Mehrzahl an Staaten für so einen Konventionsprozess engagieren würde, solange die P5-Staaten, solange die Nuklearwaffenbesitzer außen vor bleiben, wird es nicht zu Reduzierungen kommen. Und deshalb ist die Position der Bundesregierung einfach die, dass es am Ende des Tages, und wir arbeiten ja auf dasselbe Ziel hin, auf Global Zero, dass es am Ende eines Prozesses eine Nuklearwaffenkonvention geben muss und dass wir jetzt alles tun müssen, um diese Konvention vorzubereiten. Eine Konvention ohne Verifikationsmechanismen wird niemals Realität werden. Um diese Verifikationsmechanismen, diese Verifikationsinstrumente auszubuchstabieren, zu gucken, was ist da tatsächlich technisch möglich, wie kann effektive Verifikation laufen, auch dazu braucht man wieder die Nuklearwaffenstaaten an Bord, weil die Nicht-Kernwaffenbesitzer das einfach das technische Wissen gar nicht mitbringen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Nun, wenn ich das richtig verstehe, schwingt ja bei den Vertretern der humanitären Initiative das Argument Hoffnung doch sehr stark mit. Das heißt, man hofft einfach, den Druck auf die Nuklearwaffenbesitzer deutlich zu erhöhen durch einen solchen Bannvertrag und hofft, dass das letztlich zu dem gewünschten Ergebnis von Global Zero führt. Wenn ich es richtig verstehe, ist ja nun der Gegenentwurf, den zumindest die Bundesregierung verfolgt, der Schritt-für-Schritt-Ansatz, bei dem hofft man, dass die entsprechenden Nuklearstaaten sich Schritt für Schritt auf niedrigere Level verständigen können. Das heißt, beide Ansätze basieren letztlich auf dem Prinzip Hoffnung. Was macht sie so unterschiedlich? Also ich glaube, die Unterschiede sind gar nicht so groß, sondern es ist einfach die Herangehensweise an das Ganze. ICAN würde das, was wir am Ende eines Prozesses sehen, an den Anfang des Prozesses stellen, nämlich einen Vertrag zu einer Nuklearwaffenkonvention oder zu einem Bann auszuarbeiten. Bevor der dann in die Realität umgesetzt werden kann, müssen trotzdem zum Beispiel Verifikationsinstrumente funktionieren. Dieser Schritt würde dann, wenn es einen Konventionstext gibt, in einem nächsten Schritt kommen. Bei uns, wir fangen andersrum an. Wir sagen, auf dem Weg zu Global Zero kann die Nuklearwaffenkonvention am Ende kommen und wir machen jetzt die notwendigen Vorbereitungsarbeiten, solange die P5 sich so verhalten, wie sie sich verhalten und eben nur zu diesen kleinen Schritten, wenn überhaupt, bereit sind. Aber das Ziel Global Zero teilen wir mit Ihnen, ganz unbestritten. Frau Brugger, ganz kleiner Wechsel in der Thematik. Mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine hat die russische Führung mehrfach mit Nuklearwaffen öffentlich gedroht. Wichtige Sicherheitsabkommen wurden von Seiten Moskaus entweder entwertet oder gebrochen. Die baltischen NATO-Mitgliedstaaten fühlen sich zu Recht oder zu Unrecht militärisch bedroht. Kann ein Land wie Deutschland, das ja nun auch eindeutige Bündnispflichten hat, vor einem solchen Hintergrund eigentlich ernsthaft beispielsweise mit Moskau über nukleare Abrüstung sprechen
Oder ist sowas momentan eigentlich nur Wunschvorstellung? Es ist sicherlich schwer vorstellbar, das ist so wie bei New Start, und da kann man ja auch viel Kritik an diesem Abkommen äußern, jetzt demnächst ein Follow-up-Abkommen gibt und den großen Handshake zwischen Putin und Obama angesichts der Lage und der Verschlechterung der Beziehungen, ist das, glaube ich, unrealistisch zu erwarten. Aber trotzdem, und da finde ich, gibt es doch auch einen Zusammenhang zu den Fragen, die wir gerade eben so in der Tiefe diskutiert haben, überzeugt mich das überhaupt nicht, was sich so in die deutsche Debatte eingeschlichen hat und was man ganz stark auch von der SPD und der Union im Bundestag immer wieder hört. Die Lage ist so schlimm geworden über die Ukraine-Krise. Okay, über Abrüstung können wir dann jetzt erstmal nicht reden. Vielleicht können wir noch ein bisschen Rüstungskontrolle erhalten. Aber Abrüstung. Was ja konträr zur früheren SPD-Politik genau, der 70er-Jahre. Genau, genau. Und das ist auch wirklich was ich extrem enttäuschend finde, weil wir ja im Bundestag auch eben in der letzten Legislaturperiode mit allen Parteien gemeinsam uns nach einem schwierigen Verhandlungsprozess auf einen gemeinsamen Antrag geeinigt haben, der gesagt hat, wir wollen beispielsweise den Abzug der US-Amerikaner Atomwaffen aus Deutschland, die im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO hier sind, und die SPD, die für damals das in der Opposition mit uns durchgekämpft hat und die Union und die FDP davon überzeugt hat, hat sich dann selber davon verabschiedet. Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung fällt mit SPD-Beteiligung hinter das zurück, was Schwarz-Gelb damals vereinbart hat. Das finde ich wirklich sehr, sehr traurig. Und dann höre ich noch den Außenminister Steinmeier, der ja auch SPD-Mitglied ist, der dann auf einmal auch noch vom Lebenslaufzeitverlängerungsprogramm dieser amerikanischen Atomwaffen spricht. Das ist für mich eine verniedlichende und verharmlosende Formulierung für die gefährlichen Modernisierungspläne, die auch extrem teuer sind, die dahinter stehen. Und da sehe ich dann große Rückschritte. Im Gegenteil, ich glaube, gerade weil die Ukraine-Krise so schlimm ist und gerade weil sowohl in der NATO als auch in Russland Stimmen laut werden, die irgendwie jetzt noch Drohgebärden nuklearer Art damit reinbringen, müssen doch alle anderen Staaten darauf drängen, dass Abrüstung besonders wichtig ist. Und dass es völlig inakzeptabel ist, dass irgendwer jetzt in diesem Konflikt auch noch mit Atomwaffen droht. Und da, glaube ich, wäre es dann schon auch ein sehr wertvolles und hilfreiches Zeichen, wenn beispielsweise Deutschland auch die humanitäre Initiative stärker unterstützt. Weil natürlich eint uns das Ziel, langfristig eine Welt ohne Atomwaffen zu haben. Aber man hat jetzt eben 5 Jahre viel Geduld mit den Atomwaffenstaaten gezeigt. Und ich glaube, auch wenn es nicht sofort dazu führt, dass es Verifikation gibt und dass die Atomwaffenstaaten mit an Bord sind, irgendwann kommt ja auch der Moment, wo man sagen muss, okay, jetzt ist langsam rum, jetzt machen wir uns auf den Weg und jetzt üben wir dann auch Druck aus und akzeptieren das nicht. Weil also noch wieder 5 Jahre nettes Zureden, ich weiß nicht, da fehlt mir irgendwie die Hoffnung, dass uns das in den nächsten 5 Jahren dann wieder substanziell voranbringen wird. Nun ist Russland ja wirklich ein Extremfall, ein schwieriger Patient, wie man so schön sagt. Herr Hinrichs, Sie als Campaigner, wie wollen Sie an ein Land herantreten, das einen Großteil seines nationalen Selbstwertgefühls daraus bezieht, dass es zigtausende Nuklearsprengköpfe hat, welches gleichzeitig behauptet, zu Recht oder zu Unrecht, dass es von der NATO bedroht wäre? Wie wollen Sie ein solches Land überzeugen, dass es besser wäre, abzurüsten? Und das am besten jetzt sogar noch und nicht erst in 50 Jahren oder in 100 Jahren. Was würden Sie einem entsprechenden russischen General sagen? Ich würde natürlich zuallererst sagen, dass wenn es zum Atomkrieg kommt, dann alle verloren haben. Da gibt es keine Gewinner. Auch Russland wird nicht unbeschadet aus einem möglichen Atomkrieg rauskommen. Darum haben Sie auch ein sehr direktes Interesse daran, das zu verhindern. Sie würden auf Deterrence-Argumente zurückgreifen. Wie bitte? Das heißt, Sie würden auf Abschreckungsargumente zurückgreifen. Nein, also selbst wenn ich Atomwaffen ja anderswo einsetze, wenn ich das ab einer bestimmten Intensität mache, habe ich Effekte des nuklearen Winters zum Beispiel, habe ich radioaktive Kontamination. Also es geht mir nicht nur um den Gegenschlag, sondern ja, Atomwaffen sind ab einer bestimmten Intensität so, haben solche Folgen, dass davon die ganze Welt betroffen ist. Vor allem, um wirklich auf Ihre Frage einzugehen, ich werde ja jetzt nicht tatsächlich einen russischen General mit diesem Argument überzeugen, sondern ich habe ja ein bisschen einen anderen Plan. Erzählen Sie uns gern von Ihrem Plan. Und das ist, dass genau das Teil des Problems ist. Das
dass Atomwaffen heute immer noch Statussymbole sind, dass sie für Prestige stehen, dass sie für Großmachtstatus signalisieren sollen. Und das ist was wir wirklich verändern können, weil Prestige ist was, was im Denken existiert, in der Sprache existiert und was dadurch existiert, dass es auch von anderen angenommen und akzeptiert und geglaubt wird. Ja, nur weil der Rest der Welt glaubt, Atomwaffen seien, ja, was Großmächte haben würden, einem Macht bringen, würden einem Status bringen. Deshalb ist es so. Und das können wir verändern, indem wir sagen, Atomwaffen sind zu stigmatisieren, Atomwaffen sind zu ächten. Wir lehnen Atomwaffen als Instrument der Sicherheitspolitik ab. Wir haben die Sklaverei nicht dadurch abgeschafft. Wir werden uns nicht für die weltweite Achtung der Menschenrechte erreichen, indem wir ja irgendwelche lauen Kompromisse machen und sagen, ja, das sind halt andere Länder, da sind wir jetzt nicht für zuständig, ob es da jetzt Kriegsverbrechen gibt oder Sklaverei oder was auch immer, sondern die Sklaverei wurde dadurch abgeschafft, dass sich einige Länder glasklar dagegen entschieden haben. Natürlich funktioniert sowas nicht von heute auf morgen. Wir werden nicht, ja, mit dem Verbotsvertrag, wenn da zunächst die Atomwaffen standen, nicht dabei sind, werden wir nicht magisch Atomwaffen aus der Welt zaubern, das ist ja auch klar. Diese ganzen kleinen Schritte, die Frau Baumann genannt hat, diese harte Arbeit, auch zwischen den Atomwaffenstaaten, die wird selbstverständlich weitergehen müssen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht heute das tun sollten, was wir tun können. Und das ist genau dieses Prestige wegzunehmen und es durch ein Stigma zu ersetzen. Frau Baumann, oder, Entschuldigung, wollen Sie was sagen? Ich wollte nur ganz kurz einhaken, wenn ich der russische General wäre, wäre ich natürlich jetzt schon überzeugt, aber falls nicht, finde ich, und das ist was ich gerne mache, wenn ich eben mit amerikanischen oder russischen Vertretern auch diskutiere, ist nochmal auch diese Kostenfrage aufzuwerfen. Also wie viel Geld für diese ganze Infrastruktur ausgegeben wird. Und auch gerade wenn man sich das russische und das amerikanische Arsenal anschaut und dann, okay, wir wollten uns verteidigen und Prestige und so weiter, die Arsenale sind immer noch viel zu groß, ja, um sich irgendwie zu verteidigen gegen einen Nuklearschlag, reichen eben auch ein paar Atomwaffen aus. Und da braucht man nicht mehrere Tausend. Und da finde ich, da kriegt man auch noch mal so einen Dreh, wenn man in den USA ist. Die haben natürlich auch andere innenpolitische Aufgaben, die extrem teuer sind. Da sieht man dann doch auch die ein oder andere Falte des Nachdenkens. Und ich persönlich finde halt wirklich dieses Denken in Gleichgewichten und wir können die Atomwaffen nur abziehen, wenn Russland sich auch bewegt, auch so ein bisschen eine faule Ausrede. Die Atomwaffen, die im Rahmen der nuklearen Teilhabe in einigen NATO-Staaten, in Deutschland, in Belgien, in den Niederlanden sind. Jedem ist völlig klar und jedem Militär ist völlig klar, dass die überhaupt keine militärische und keine sicherheitspolitische Logik erfüllen. Sogar wenn man sich auf diesen irrsinnigen Vorstellungspfad begibt, dass irgendwann Atomwaffen zwischen Russland und den USA eingesetzt werden, wird trotzdem nicht der deutsche Tornado-Pilot mit der Atomwaffe losfliegen, sondern dann würde man auf andere Waffen zurückgreifen. Also deshalb verstehe ich nicht, warum man diese Waffen nicht abziehen kann und damit Russland unter Druck setzt. Ja, dann kann man doch sagen, wir haben jetzt einen Teil geliefert, jetzt seid ihr dran. Ja, wir sind die Guten und ihr seid am Zug. Und das ärgert mich wirklich, dass dann immer wieder so gesagt wird, ja, es müssen jetzt beide Seiten sich gleichzeitig bewegen. Ich glaube, da könnte Deutschland wirklich vorangehen und da ein wichtiges Symbol setzen, ein atomwaffenfreies Deutschland und mehr Glaubwürdigkeit auf dem internationalen Parkett. Das leitet direkt über zu meiner nächsten Frage. Das haben Sie sehr geschickt gemacht, danke, an Frau Baumann. Nicht nur wir haben Forderungen an die russische Regierung, sondern die Russen haben auch Forderungen. Eine davon ist Abzug sämtlicher in Europa stationierten Nuklearwaffen. Das sind amerikanische Nuklearwaffen. Davon sind in Deutschland noch ca. 22 solcher sogenannter taktischer Bomben auf dem Fliegerhaus Büchel in Rheinland-Pfalz gelagert. Nun hat das Pentagon beschlossen, dass diese Bomben in den nächsten Jahren modernisiert werden, auch wenn die Amerikaner das Wort Modernisierung nicht benutzen. Es ist eine Modernisierung. Wie verträgt sich denn dieser Umstand mit dem Ziel des Koalitionsvertrages zwischen SPD, CDU und CSU, dass sich Deutschland aktiv für Verhandlungen über die vollständige Abrüstung dieser Waffenkategorie einsetzt? Heißt das, man setzt sich halt einfach ein und wenn nichts bei rauskommt, dann hat man Pech gehabt? Also vielleicht darf ich noch ganz kurz auf Frau Brugger reagieren.
Frau Brugger, auch Ihr Idealismus in allen Ehren. Und ich glaube, wenn die Welt ideal wäre, könnten wir mit gutem Beispiel vorangehen. Aber ich glaube einfach nicht, dass Russland und vor allem nicht das Russland unter Putin sich durch gute Beispiele beeindrucken lässt. Also wenn wir da die Gewissheit hätten, würde dem, glaube ich, nichts im Wege stehen. Wir haben seit 2013 das Angebot, das Präsident Obama hier in Berlin gemacht hat, auf dem Tisch liegen zu weiteren Reduzierungsschritten bei den strategischen Nuklearwaffen, eine Reduzierung auf 1000 Nuklearwaffen auf beiden Seiten unter Einbeziehung der von Ihnen genannten substrategischen Nuklearwaffen. Auf dieses Angebot reagiert Putin seither leider nicht. Das ist einfach auch ein Fakt, den man ins Auge sehen muss. Der zweite Fakt, der meines Erachtens sehr ins Gewicht fällt, ist das sicherheitspolitische Umfeld, in dem wir uns zurzeit befinden. Die ganze nukleare Dimension auch der Ukraine-Krise, die einfach zeigt, dass nicht der Westen, sondern Russland durchaus zur Territorialverteidigung mit dem Nuklearwaffeneinsatzgedanken, ich sage jetzt mal vorsichtig, spielt. So viel vielleicht dazu. Also ich glaube einfach, Russland lässt sich nicht durch ein gutes Beispiel beeindrucken. Auf Ihre Frage zurückzukommen, wir arbeiten ja schon sehr lange an diesem Thema substrategische Nuklearwaffen in Europa. Da hat ja auch die Vorgängerregierung schon im Koalitionsvertrag Schritte zur Abrüstung verankert gehabt. Diese substrategischen Nuklearwaffen in Europa sind Teil der nuklearen Teilhabe der NATO. Sprich, das sind keine Waffen, über die Deutschland die Verfügungshoheit hat, die Niederlande oder andere Staaten Europas die Verfügungshoheit haben, sondern alles, was diese Waffen betrifft, muss in der NATO beschlossen werden und in der NATO gilt nun mal das Konsensprinzip. Ist aber richtig, dass die dann auf deutschen Flugzeugen montiert werden und dass deutsche Piloten diese Waffen dann im Normalfall... Ich frage kurz weitermachen. Und die NATO ist ein Konsensorgan, sprich alle Alliierten, alle 28, müssten einem Abzug, müssten einer Reduzierung zustimmen. Für uns, Bundesregierung, wäre das kein Problem, aber wir haben die baltischen Staaten, wir haben Polen, wir haben Staaten, die für die diese Nuklearwaffen ein Teil der Rückversicherung sind. Und mit dem aggressiven russischen Verhalten, mit der Ukraine-Krise, wurde die Bedrohung, die diese Staaten spüren, noch mal sehr viel größer, als sie noch vor 3-4 Jahren war. Und es ist eben im Augenblick, im jetzigen Sicherheitsumfeld, mehr als schwierig, da zu einem Konsens, zu Reduzierung oder zu einem Abzug dieser Waffen zu kommen. Und das ist einfach die Situation, wie sie sich im Augenblick ganz klar darstellt. Das bedeutet nicht, dass die Bundesregierung deshalb nichts macht im NATO-Kreis. Wir sind da weiter dran an diesem Thema. Aber man muss da, glaube ich, einfach auch den Realitäten im Augenblick ins Auge schauen. Ich glaube, Frau Baum hat gerade eben sehr schön die Komplexität dargestellt und auch gezeigt, welch extrem schwierigen Spagat die Bundesregierung da versucht, zwischen einerseits Bündnispflichten, der militärischen Einsicht, dass diese Waffen keinen militärischen Sinn erfüllen, dem psychologischen Effekt und natürlich auch der Hoffnung, dass sie vielleicht irgendwann doch abgezogen werden, gemacht. Frau Brugger, davon ausgehend, Ihre Partei befindet sich ja nun in der Opposition. In der Opposition hat man es manchmal schwerer, aber auch in manchen Punkten leichter, nämlich oftmals bei der Argumentation und beim Kritisieren. Deswegen meine Frage, sollten die Grünen wieder in die Regierung kommen, irgendwann, in welcher Form auch immer? Ist doch die Frage, wie ging es denn beispielsweise in der Frage der in Deutschland stationierten Atomwaffen unter den Grünen dann weiter? Also ich würde jetzt natürlich sagen, dann sind die sofort weg. Das wäre wahrscheinlich aber nicht ganz realistisch. Haben wir Pressevertreter hier, die das jetzt aufschreiben? Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und ich würde auch in der Regierung dafür streiten. Aber es gab ja auch schon eine rot-grüne Regierung, die dieses Ziel schon auch verfolgt hat. Auch ein Außenminister, Joschka Fischer, hat sich in der NATO dafür eingesetzt und war leider auch nicht erfolgreich, weil diese Waffen sind ja auch immer noch da. Aber ich glaube schon, dass man diese Debatte noch mal führen muss. Und Frau Baumann, Ihr Realismus in allen Ehren. Ich bin ja auch selber in Polen geboren und ich kann
kann wirklich die Ängste nachvollziehen, die es in den baltischen Staaten und in Polen gibt. Aber auch für diese Staaten ist kein bisschen weniger Sicherheit da, wenn diese Waffen aus Europa abgezogen werden. Und ich finde, diese Diskussion und dieser Streit lohnt sich. Es lohnt sich auch der Streit in der NATO. Und da hat die Bundesregierung durchaus ja auch einiges versucht, über die strategische Rolle von Nuklearwaffen im Konzept der NATO. Und da werde ich dann aber wirklich auch ein bisschen ärgerlich bei der Argumentation der Bundesregierung oder wenn ich eben dann Außenminister Steinmeier höre, der dann eben nicht mehr von Modernisierung dieser Atomwaffen spricht, nachdem die SPD da die besten Anträge im Bundestag gemeinsam mit uns Grünen dazu geschrieben hat, dass wir diese Modernisierungspläne ablehnen und dann eben von Lebenslaufzeitverlängerung spricht. Und ich frage immer wieder nach, was ist denn da jetzt vereinbart worden? Was heißt das für Deutschland? Was kostet uns das? Was heißt das für die Tornados, die ja sozusagen auch bald ausgemustert werden? Werden wir dann die Tornados länger laufen lassen? Werden wir die modernisieren? Wie viele Millionen, hunderte Millionen Euro wird das kosten? Und dann wird immer wieder so getan, ja, wir haben da als Deutschland gar keinen Einfluss drauf, wir wissen da nichts. Und da haben einige Journalisten sehr genau belegt, natürlich gibt es in der NATO Unterrichtung und die Bundesregierung weiß sehr wohl, was diese Modernisierungspläne sind und was das dann auch für Deutschland bedeutet. Und da finde ich, muss man schon auch Transparenz herstellen und da muss man auch eine klare Position vertreten, weil wenn man sagt, man möchte, dass diese Waffen abgezogen werden und man kann sich jetzt in der NATO da gerade nicht mit durchsetzen oder nicht drauf einigen, dann finde ich schon, kann man doch nicht einfach zusehen, wie diese Waffen für sehr viel Geld modernisiert werden, weil dann wird doch die Wahrscheinlichkeit nicht größer, dass sie demnächst abgezogen werden. Also Transparenz über diese Modernisierungspläne und aber auch ein klarer Kurs zu sagen, nein, wir wollen nicht ihre Modernisierung, sondern ihren Abzug, wäre etwas, wofür ich sowohl in der Opposition als auch in der Regierung streiten würde. Und wenn meine Regierung das machen würde, was diese schwarz-rote Regierung jetzt tut, dann würde ich auch da als Abgeordnete das kritisieren. Aber ich hoffe natürlich, dass es dann trotzdem besser wäre. Das wäre sicher besser, wenn die Grünen in der Regierung wären. Gut, wir haben wieder das Prinzip Hoffnung. Herr Hinrich, meine letzte Frage geht an Sie. Eines der ganz großen Probleme der Abrüstungsbefürworter ist ja der leider geringe Widerhall in der Gesellschaft. Als 1982 der NATO-Doppelbeschluss anstand, gingen hunderttausende Gegendemonstranten beispielsweise in meiner Heimatstadt Bonn auf die Straßen. Heute interessiert sich die breite Masse nicht mehr für das Thema. Zu Unrecht, wie ich finde, und vor allem auch zu Unrecht, wenn man den eben gehörten Bericht von Herrn Sohori gehört hat. Wie wollen Sie bei diesem komplexen Thema eigentlich verstärkt Aufmerksamkeit erreichen? Ja, ich bin völlig mit Ihnen einverstanden. Ich glaube, das ist auch eines der größten Hindernisse, die wir haben. Das Interesse jetzt, wir haben alle vorher drüber gesprochen, das Medienecho angesichts des Scheiterns dieser doch eigentlich wichtigen Überprüfungskonferenz war fast null. Und wenn das weiter so bleibt, dann werden auch Politiker, die vorangehen wollen, die Initiativen ergreifen wollen, nicht die erforderliche Rückendeckung dafür haben. Selbstverständlich ist es wichtig, ist ganz zentral, was Organisationen der Zivilgesellschaft tun, wie ICAN. Ja, auch darum mache ich ja diese Arbeit, auch darum haben wir so eine Veranstaltung wie heute. Um das Ganze aber auf eine andere Ebene zu hieven, glaube ich, braucht es schon ein Mittel, mit dem die eigentliche Situation ein bisschen verständlicher wird. Die Situation zum Beispiel, dass es nicht nur 9 Atomwaffenstaaten gibt, sondern dass es eben auch zum Beispiel ungefähr 30 weitere Staaten gibt, die unter dem nuklearen Schutzschirm, sogenannten Schutzschirm, stehen, also die im Zweifel auch mit Atomwaffen verteidigt werden, also die NATO-Staaten, aber auch einige andere Verbündete der USA und so weiter. Und dass der mangelnde Fortschritt nicht nur daran liegt, dass das alles so wahnsinnig kompliziert ist und so wahnsinnig technisch und so wahnsinnig viel Energie kostet, sondern dass es an manchen Stellen, so wie ich das wahrnehme, auch einen mangelnden Willen oder zumindest eine Ambivalenz darüber gibt, ob Atomwaffen wünschenswert sind oder nicht, ob wir sie brauchen, um Kriege zu verhindern oder was auch immer. Und was kann man da tun? Ich glaube, wenn es wirklich käme zu Verhandlungen über ein Verbot, dann würde die Positionierung von einigen Ländern, auch Ländern wie Deutschland,
sehr, sehr, sehr viel deutlicher. Weil dann ist es eine klare Entscheidung, unterstütze ich das, trete ich so einen Vertrag bei, sage ich, Atomwaffen sollen verboten werden oder tue ich das nicht. Und das ist was, was sich relativ leicht kommunizieren lässt, glaube ich. Und was vielleicht bei einem guten Teil der Gesellschaft zu einem Umdenken führen würde. Okay, zunächst einmal vielen Dank. Ich möchte jetzt unserem Publikum erneut noch einmal die Möglichkeit geben. Wir haben noch circa 15 Minuten für Fragen und Antworten. Wenn Sie also Fragen an unsere Panelisten haben, bitte heben Sie wieder die Hand. Ich sehe da hinten zunächst Hubert Thielecke. Mikrofon, kommt. Ja, vielen Dank. Es wurde hier die Presse angesprochen. Ich oute mich freiwillig hier als Pressevertreter. Sie kennen mich, Zeitschrift Welttrends. Und wir, für uns ist die Kernwaffenfrage keine neutrale Frage. Wir sind aktiv auf der Strecke. Ich wollte noch mal kurz auf die Position der Bundesregierung eingehen, also weniger jetzt auf die Frage der taktischen Kernwaffen. Da kann man natürlich lange drüber streiten. Ich meine, erstmal müsste man natürlich begrüßen, was hier auch am Anfang zum Ausdruck kam, dass sich die bundesdeutsche Delegation offensichtlich doch auf der New Yorker Konferenz etwas abgesetzt hat von der Haltung der USA und Großbritanniens, an denen ja letztendlich die Konferenz gescheitert ist. Das sollte man erst mal vermerken und das ist ja auch mal positiv. Ich möchte auch mal auf zwei Dinge eingehen, die Frau Baumann ja anfangs genannt hatte. Das ist einmal die Frage des Beitritts zum Nichtweiterverbreitungsvertrag. Jawohl, die Bundesrepublik ist 1975 erst beigetreten bzw. hat ratifiziert. Es gab auch noch einen zweiten deutschen Staat, die DDR, die ich damals auch mit vertreten habe. Wir sind bereits, haben bereits 1968 unterzeichnet und es gab auch keine, wie das Frau Baumann hier gesagt hat, innerdeutsche Debatte. Es gab eine scharfe Debatte in der Bundesrepublik Deutschland. Wie gesagt, die DDR 68 unterzeichnet, 69 ratifiziert und wir haben dann natürlich auf den Überprüfungskonferenzen, an denen wir teilnahmen, ich selber auch, eine entsprechende Rolle gespielt. Die zweite Geschichte ist die Frage der Verifikation, die hier angesprochen worden ist. Es ist ja nicht so, dass man da bei Null anfangen müsste. Ich meine, die Atomenergieorganisation in Wien ist ja sehr aktiv, bei der Kontrolle der Nicht-Kernwaffenstaaten natürlich. Die Kernwaffenstaaten halten sich ja doch ziemlich raus. Aber es gibt ja viele Erfahrungen, was die Kontrolle betrifft. Und man sollte auch nicht vergessen, es gibt die Konvention über das Verbot der chemischen Waffen. Die hat ein sehr umfassendes Vertragskontrollsystem. Das geht bis in die letzten Details, ob das jetzt die Waffenlager sind, ob das die Industrie ist. Also ich meine, diese Erfahrungen, die sollte man nicht vernachlässigen. Insofern finde ich das Argument Verifikation etwas an den Haaren herbeigezogen. Das ist ja eine alte Geschichte. Ich meine, da will ich jetzt ja nicht drüber diskutieren. Das ist ja in der Geschichte der Abrüstungsverhandlungen oft so gewesen, dass die, die einen Vertrag nicht wollten, natürlich dann jahrelang über Kontrolle diskutiert haben. Danke. Danach war, glaube ich, der Herr in der Mitte. Ich habe eine kleine Bitte, dass wir uns versuchen zu konzentrieren auf Fragen, nicht zu sehr Co-Referate halten, weil wir haben ja schließlich die Experten hier. Ja, das ist halt nicht schöner zu haben, gell? Bei so hochkontroversen Dingen und mit einer solchen existenziellen Relevanz. Gell? Wir sind auch Experten. Ich arbeite seit Jahrzehnten auf diesem Gebiet. Und einige meiner Studenten sind auch hier. Wir hatten gestern in der Vorlesung genau dieses Thema gehabt. Und da ging es auch darum, scheitern oder nicht scheitern. Ja, also ich persönlich glaube nicht, dass die Konferenz gescheitert ist. Schon mal durch diesen virulenten Diskussionsprozess und die völlig neue Situation, die ICAN geschaffen hat. Nämlich in dem Atomwaffensperrvertrag, die Staaten, also diese knapp 160 Staaten, alle Mitglieder des Atomwaffensperrvertrags, die es satt haben, dass diese Verpflichtung nach Artikel 6 des Atomwaffensperrvertrags einfach nicht präzisiert und nicht eingehalten wird. Gell? Ganz, ganz vage formuliert gegenüber anderen Partien. So, und das ist das ganz Neue. Ich glaube eher, dass es daran gescheitert ist, gell, als an dieser Nahostgeschichte, weil diese Spannung innerhalb eines Vertragsbetts, wo 160 Staaten gell, Front machen gegen diese privilegierten P5, gell, das ist etwas Spektakuläres, Neues. Also erstmal Punkt. Ich möchte aber auf einen zweiten Aspekt eingehen, dass sozusagen die Erstarrung der Politik
der Bundesregierung oder eben vieler Bundesregierungen schon. Gell? Also wie man das also motivieren kann, gell? Dass man das aufweicht. Gell? Deutschland ist nicht irgendein Staat. Gell? Tragischerweise, ich knüpfe an, dass ich vorhin gesagt habe, die Kernspaltung ist in Deutschland entdeckt. Gell? Deutschland war der Widmungsträger für die ersten Atombomben. Gell? Und Deutschland hat das große historische Glück, sowas gibt's, ich glaube, es gibt keine Parallele. Das war bis Ende der 80er Jahre zugestellt von Atomwaffen, beiderseits. Die sind alle verschwunden, mit Ausnahme dieser 20 da in Büchel. Das ist sozusagen ein Geschenk, also ein Glücksfall sondergleichen, dass in dieser Zeit nichts passiert ist. So, und ich denke, daraus könnten wir also guten Gewissens ableiten, dass wir eben in der NATO in einer ganz anderen Weise auftreten, es als wirklich Auftrag begreifen, dass wir da einfach einen Schritt weitergehen und einfach aufhören damit, also NATO-konform tätig zu sein. So, danke, das ist mein Statement. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, Katarzyna Kubiak. Ja, hallo, Katarzyna Kubiak, IFSH Hamburg. Ich hätte eine Frage bezüglich der humanitären Initiative. Soweit ich mich erinnern kann, hat während der NVV-Konferenz Südafrika nicht für eine nächste Konferenz eingeladen. Soweit ich mich auch erinnern kann, hat Herr Alexander Kment, also der österreichische Botschafter, der auch der Vater des Austrian Pledges war, nicht darüber gesprochen, wie es weitergehen soll. Können Sie uns entweder Frau Baumann oder Herr Hinrichs vielleicht konkret sagen, vielleicht haben Sie da Hintergrundwissen, wie soll es eigentlich weitergehen? Also gibt es dann eine weitere Konferenz oder wer würde gerne einladen? Was kann uns erwarten in diesem Sinn? Ja, vielleicht darf ich ganz kurz auf den ersten Beitrag reagieren, indem er geschildert wurde, dass Großbritannien und USA die Überprüfungskonferenz zum Scheitern gebracht hätten. Möchte ich nur ganz kurz erläutern, es waren jetzt nicht die USA und Großbritannien, die die Konferenz zum Scheitern gebracht haben, sondern es war der Dissens zur massenvernichtungswaffenfreien Zone im Nahen und Mittleren Osten. Und da waren durchaus alle Parteien wenig kompromissbereit. Das waren die Staaten der Region, angeführt durch Ägypten, die da eine sehr harte, kompromisslose Linie gefahren haben. Die Convener, also sprich Großbritannien, USA und Russland, versuchten da zum Teil vermittelnd tätig zu werden zwischen den Staaten der Region. Das ist bedauerlicherweise für den ganzen Rest nicht gelungen. Zur Frage Verifikation, ich glaube durchaus, und das war aber nur eines von vielen Beispielen, die ich hätte nennen können, zum Thema Verifikation, es gibt die IAEO, es gibt die Erfahrung mit dem CWÜ, an Organisationen mangelt es ganz sicher nicht, aber es mangelt an ganz konkreten Erfahrungen. Wie rüste ich einen Nuklearsprengkopf so ab, dass auch die Nicht-Nuklearwaffenstaaten tatsächlich die Gewissheit haben können, dass das Material vernichtet wird. Und auch da muss man respektieren, dass es gewisse Geheimhaltungsregeln gibt, die die Nuklearwaffenstaaten sicher mit niemandem teilen werden. Deshalb ranken sich in der Tat um Verifikation ganz wichtige und zentrale Probleme. Ganz kurz zu dem Einwurf, die Bundesregierung müsste in der NATO ganz anders auftreten. Die NATO ist für uns ein wichtiger Pfeiler der Sicherheitspolitik, die transatlantische Allianz ist für uns wichtig und wenn man sich die Geschichte seit Ende des Zweiten Weltkrieges angeguckt hat, hat die Bundesregierung, glaube ich, auch ganz gut damit getan, nicht nur aktives Mitglied in der Europäischen Union, sondern ebenso in der NATO zu sein und ich denke nicht, dass sich da in absehbarer Zeit irgendetwas an dieser Grundfeste deutscher Außen- und Sicherheitspolitik ändern wird. Ich habe vorgeschildert unsere Bemühungen, was substrategische Nuklearwaffen in Europa anbelangt. Wir werden mit diesen Bemühungen uns weiter engagieren, werden diese Bemühungen weiter fortsetzen. Ich habe allerdings auch die Schwierigkeiten geschildert. Wie geht es weiter? Da bin ich gespannt, Herr Hinrichs, von Ihnen zu hören, wie es weitergeht, weil das war in der Tat etwas, was bei der Überprüfungskonferenz völlig offen geblieben ist. Ich weiß es selber nicht. Von den Österreichern haben wir noch keine konkreten Aussagen. Die Einladung nach Südafrika ist für die nächste Konferenz ist in der Tat bislang noch nicht erfolgt.
Auch Mexiko hat sich nicht positioniert. Vielleicht wissen Sie da mehr, wäre ich auch sehr daran interessiert. Danke. Also die Frage, wie genau und in welchem institutionellen Rahmen es jetzt mit dieser humanitären Initiative weitergeht, ist natürlich eine, die für uns sehr interessant ist als Experten, die aber, finde ich, wenn man sie ein bisschen aus der Distanz betrachtet, auch gar nicht so wichtig ist. Unsere Position von ICAN ist, dass es weitergehen muss und dass, wenn der Wille einer signifikanten Zahl von Staaten da ist, tatsächlich einen solchen Vertrag zu verhandeln, dass sie den Weg finden werden. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, das zum Beispiel im Rahmen der UN-Generalversammlung zu tun. Es gibt die Möglichkeit eines Ad-hoc-Prozesses, also völlig außerhalb der etablierten UN-Gremien. Das Einzige, was für uns wichtig ist von ICAN, ist, dass dieser Prozess für alle Staaten offen sein muss, also keiner ausgeschlossen wird und er von keinem Staat, von keinem einzelnen Staat blockiert werden kann. Das heißt, wir dürfen nicht wie im NVV oder wie in der Genfer Abrüstungskonferenz ein Konsensprinzip haben, denn das Konsensprinzip wird im Moment de facto als Vetorecht missbraucht. Atomwaffenstaaten stellen sich hin und sagen, wir werden unser Einverständnis nicht erklären zum Verbot von Atomwaffen, zu Deadlines, zu irgendwelchen Messlatten, die irgendjemand anlegen kann. Das heißt, wir rüsten dann ab, wann wir Lust dazu haben, auf gut Deutsch. Und das ist einfach keine Art, substanziell dort voranzukommen. Was ich mitgenommen habe von der Überprüfungskonferenz, ist schon, dass der Unmut angesichts dieser Haltung von Seiten des Rest der Welt sehr groß ist, dass es eine große Enttäuschung gibt angesichts der Verpflichtungen, die eben nicht erfüllt worden sind. Und dass es die Bereitschaft gibt von einer großen Zahl von Staaten. Und jetzt liegt es an den Staaten, den geeigneten Weg zu finden. Und wir werden diese Initiative, die sich dort hoffentlich ergibt, so gut wir können, unterstützen. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort dieser Runde. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen. Ich möchte jetzt noch einmal, ich möchte Sie bitten, sitzen zu bleiben, Herrn Sohorje noch einmal auf die Bühne bitten, der an uns alle noch einen Schlussappell richten möchte. Herr Sohorje. Herzlichen Dank noch einmal, dass ich als Japaner, dass ich als Horie hier vor Ihnen stehen darf und zu Ihnen sprechen darf. Und wenn ein Teil meiner Rede irgendwie dazu hätte beitragen können, zu Ihren Bewegungen, Aktivitäten, die Sie hier führen, dann wäre ich sehr glücklich. Herzlichen Dank an Sie alle. Herr Sohori, auch von unserer Seite aus arigato gozaimasu. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Ich denke, dass diese Worte uns hoffentlich lang im Gedächtnis bleiben und uns auch weiterhin auf unseren unterschiedlichen Wegen und Konzepten, um das Ziel einer nuklearwaffenfreien Welt zu erreichen, auch begleiten werden. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Susanne Baumann, Agnieszka Brugger und Martin Hinrichs. Nochmal vielen Dank. Ich bedanke mich ganz besonders bei Herrn Sohorje, der eine sehr lange und beschwerliche Reise auf sich genommen hat, für den es morgen schon wieder nach Hamburg weitergeht und der von dort aus nach Kopenhagen weiterreist auf seiner Mission. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Dann geht selbstverständlich auch an die Heinrich-Böll-Stiftung, an Gregor Enste, an Stefanie Mendes-Candido und natürlich auch an ICAN Deutschland, an Sascha Hach und das Deutschland-Chapter von ICAN Deutschland. Und ein besonderer Dank geht selbstverständlich auch an die Simultanübersetzer des Deutsch-Japanischen Zentrums, denn ohne die wäre dieser Abend, glaube ich, so nicht möglich gewesen. Vielen Dank von unserer Seite auch.
Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir die Diskussion jetzt noch bei dem einen oder anderen Glas Saft oder Wein und bei ein paar Knabbereien draußen fortführen können. Vielen Dank, dass Sie hier waren und kommen Sie später gut nach Hause. Tschüss.